Mann, und für die Trainerin ist auch Johnny Tuckter mit Caligula 11 unterwegs. Das ist die Favoritin, die zwei Nuggets Face. Teilnehmer beziehen ihre Startplätze. Siebtes Rennen, Pferd am Auto. Rennen ist gestartet, kurzer Weg, Nuggets Face, innen Puchai und außen kommt dazu, wer ist das? Ist das Denim Boko? Ja, der hat auch gesagt, er hat von 6 neulich ganz locker das Kommando bekommen und das geht wieder. Denim Boko hat die Führung übernommen, Fehler von Puchai. Und das ist natürlich günstig für die Favoritin Nuggets Face, die kann jetzt nach innen kommen und sich da einnisten. Dahinter ist es, glaube ich, Erik Adelson, wer ist da unterwegs mit Celebrity Lane. Feld geht auf die Gerade und vorne Denim Boko ist kaum zu bremsen im Tatendrang. Nuggets Face dahinter, dann sieht man innen Tiberius F mit außen Celebrity Lane. Feld geht gleich von Ziel ab auf die Schlussrunde, schon in diesem wichtigsten Rennen der Youngster in Schweden. Denim Boko, Per Nordström, ist das Pferd 20 Meter besser als im Vorlauf. Er hat es behauptet, dahinter ist Nuggets Face, der wird es gleich überprüfen. Dahinter Celebrity Lane, dann folgt Tiberius F. Wo ist der Rest? Wo Fehler von Redock, Ausgangs des Bogens, springt sich da aus der Partie. Denim Boko, aber dahinter Nuggets Face ist dran. Denim Boko, Nuggets Face, dahinter dann Celebrity Lane und innen versucht es Tiberius F, denn außen unterwegs. Oh, und dann ist er geschlagen, Celebrity Lane, und das kann Tiberius F. nutzen, um innen durchzustoßen. Es geht in den letzten Bogen, Denim Boko, dahinter Nuggets Face, Denim Boko, hier ist höllisch Fahrt in der Partie, von Start bis ins Ziel, Denim Boko, aber da bleibt Nuggets Face dran, und das Pferd kann beißen, und er wird jetzt beißen, der wird zubeißen. Nuggets Face wird herausgesteuert, greift an, vorne ist immer noch Denim Boko, aber jetzt kommt die Attacke von Nuggets Face, geht das noch, aber Denim Boko ist vorne, Nuggets Face versucht es, Denim Boko, Nuggets Face kommt, aber Denim Boko immer noch im Vorteil, Nuggets Face, Denim Boko oder Nuggets Face, Denim Boko immer noch vorne und das könnte reichen. Denim Boko gewinnt dieses Rennen gegen Nuggets Face und weit zurück, Fragezeichen. Tja, Per Nordström, er hat es angekündigt, sein Pferd ist für dieses Rennen vorbereitet, 20 Meter besser als im Vorlauf, in der Tat.